Willkommen bei Kochen mit Mutti. Ich werde heute ein ganz einfaches Gericht zeigen aus der Alltagsküche der DDR. Sicherlich gibt es das auch in anderen Regionen, aber bei uns gehörte das einfach in jede Schulküche, in jede Mensa, überall gab es Eierragout, weil Eier gut vorhanden waren, besser als Fleisch manchmal, preisgünstig. Und dann wurde das halt gekocht. Ich habe hier schon Kartoffeln aufgesetzt, denn Kartoffeln schmecken gut dazu. Und hier geht's los im Topf mit einem guten Löffel Butter, der zerlassen wird. Und ihr könnt eigentlich eine einfache Mehlstütze machen. Ich habe ganz gerne noch ein bisschen Zwiebeln dabei und deswegen mache ich hier auch ein paar kleingeschnittene Schalotten dazu. Dann wird es ein bisschen herzhafter. Aber das ist euch überlassen, ob ihr das möchtet. Die werden jetzt ein bisschen glasig angelassen und dann kommt Mehl dazu. Dem geben wir jetzt ein, zwei Minuten Zeit. Jetzt ist das glasig und noch nicht braun, aber hat so einen ganz leichten, schönen Zwiebelduft. Ich koche heute nur für 2 bis 3 Portionen. Deswegen sollten auch 2 bis 3 Löffel Mehl reichen. Ich nehme 3. Für die Schwitze. Normalerweise bei Soße sagt man einen halben Löffel Mehl pro Person, aber bei solchen Gerichten wie Königsberger Klopse, Eierragout, Senfeier, da nehme ich immer einen Löffel, weil man mehr Soße braucht. Weil die Soße der Hauptplayer ist, sage ich immer so. So, das muss kurz etwas schwitzen. Ich habe hier ein Glas schöne, kräftige Rinderbrühe. Die habe ich immer eingekocht im Glas da. Die gibt dem Ganzen schönen Geschmack. Ihr könnt genauso gut auch mit Gemüsebrühe arbeiten. Die könnt ihr euch mit dieser Brühpaste ansetzen oder mit gekörnter Brühe, damit ein bisschen Geschmack reinkommt. So, dann beginnen wir mal, etwas von der Brühe bis alles aufgenommen ist von dem Mehl und der Butter und dann gibt es die nächste Runde. Das ist heute nicht so anstrengend, weil es keine große Menge ist. Kommt schon mal die ganze Menge ran und dann gucke ich, ob ich noch Wasser dazu geben muss. Das ist auch kein Problem, weil meine Rinderbrühe sehr kräftig ist. Und nachwürzen kann man dann mit Salz und Pfeffer auch immer noch. Gerne auch 1-2 Löffel Senf mit dran. Aber jetzt muss das erstmal hier glatt kochen. Ah, da geht auf jeden Fall noch. Flüssigkeit dazu. Kann ich gleich mal gucken. Die Brühe gibt eine schöne Grundwürze. Und jetzt hat die Soße auch eine schöne Konsistenz. Sie ist nicht zu dick, aber auch nicht mehr plörrig. Das Ganze muss jetzt aufkochen. Dann kommen da Möhrchen mit dran. Ich hatte gestern Sauerfleisch eingelegt und habe
Möhrchen in Scheiben gleich so ein bisschen vorgegart. Die kommen da jetzt rein und dann habe ich hier Tiefkühlerbsen. Na, das sind vielleicht auch so 150 Gramm. Die gehören da auch mit rein. Das köchelt dann einmal kurz durch. Und dann muss ich noch Eier pellen und klein schneiden und dann sind wir schon fertig. Also während ich warte, dass das hier aufkocht, beginne ich schon mal mit den Eiern. Die Soße kocht. Gut, da kommt jetzt noch etwas Salz. Müsst ihr nach Gefühl abschmecken. Das kann ich euch nicht sagen, wie viel das genau ist. Das hängt von eurer Brühe ab. Und ich mache auch wenigstens einen schönen großen Esslöffel Senf mit dran. Wie gesagt, wenn ihr das nicht mögt, lasst den Senf weg. Schmeckt auch so. Das Ganze wird jetzt noch mal schön durchgerührt. Ihr könnt auch noch einen Schuss Milch oder Sahne dran machen. Besser geht immer. Aber wir machen heute so ein ganz normales Montagsessen. So, ich koste noch mal. Ja, jetzt ist das schön würzig. Muss es auch sein, weil jetzt die Erbsen dazukommen. Und die Möhrchen, die machen das Ganze ja wieder etwas milder. Ihr müsst also schön kräftig gewürzt haben. Und das Ganze lassen wir jetzt noch mal so 5 Minuten durchköcheln. In der Zwischenzeit pelle ich meine letzten Eier. Ich habe mir überlegt, 6 Stück werde ich dran machen. Ja. Das sollte reichen. Ich habe die 6 Eier gepellt und dann habe ich sie geviertelt und die Viertel nochmal zur Hälfte, also geachtelt sozusagen, aber nicht längs, sondern 2-mal längs und 1-mal quer durchgeschnitten. Das hat jetzt hier schön geköchelt, sieht gut aus. Dann werde ich da jetzt schon mal die Hitze wegnehmen, denn jetzt darf nicht mehr viel gerührt werden, sonst habt ihr nachher bloß Matsch drin. Die Eier werden jetzt hier reingetan und untergehoben und dann geht es an den Tisch. Ich guck mal gerade. Jo, Kartoffeln sind auch fertig. Also der Tipp, erst Kartoffeln ansetzen und dann anfangen, das Eierfrikassee oder Eierragout zu machen und dann seid ihr zusammen mit den Kartoffeln fertig. Das geht also ganz schnell. Alles rein hier, einmal untergehoben. Ich schneide gleich noch ein kleines bisschen Petersilie, damit wir nachher noch was Grünes oben drauf streuen können. Sieht einfach hübscher aus und Petersilie hebt den Geschmack ja dann auch noch mal. Ich zeige euch gleich noch, wie es auf dem Teller aussieht und dann habt ihr freie Bahn zum Nachmachen. Ich habe schon mal Kartoffeln auf den Teller getan und jetzt kommt das schöne Eierragout dazu.
schön Petersilie drüber streuseln. Und fertig ist ein schnelles Alltagsgericht. Schmeckt uns immer gut, ist recht preiswert, schnell gemacht. Also viel Spaß beim Nachkochen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Kochen mit Mutti.